Wenn die Generaldebatte eine Generalabrechnung ist, dann ist das der Blick dazu. Gerade rechnet der Oppositionsführer ab, im Zentrum seiner Kritik die Flüchtlingspolitik, Straftaten von Flüchtlingen und Merkels Umgang mit den Vorfällen in Chemnitz. Sie habe zu Unrecht von Hetzjagden gesprochen und von Zusammenrottungen. Die DDR-Presse bezeichnete Proteste, die zum Zusammenbruch des SED-Regimes führten, als Zusammenrottung. Wenn Bürger von ihrem Grundrecht Gebrauch machen und die Regierungschefin das im Duktus eines totalitären Staates brandmarkt, sollten die Alarmglocken bei uns allen in diesem Hause läuten. Bevor die Kanzlerin reagieren kann, reagiert einer, der auch gerne Kanzler geworden wäre und macht seinem Ärger Luft. Die Migranten sind an allem schuld. Eine ähnliche Diktion hat es in diesem Hause schon einmal gegeben. Und ich finde, es ist Zeit, dass die Demokratie sich gegen diese Leute wehrt. Merkel geht dann auf Gauland gar nicht mehr ein, wohl aber auf die Diskussion um ihre frühzeitige Bemerkung zu Hetzjagden in Chemnitz. Es gibt keine Entschuldigung und Begründung für Hetze, zum Teil Anwendung von Gewalt, Nazi-Parolen, Anfeindungen von Menschen, die anders aussehen, die ein jüdisches Restaurant besitzen, Angriffe auf Polizisten und begriffliche Auseinandersetzungen darüber, ob es nun Hetze oder Hetzjagd ist, helfen uns dabei wirklich nicht weiter. Jetzt hätte die FDP Gelegenheit, mit Merkels Politik abzurechnen, macht der Fraktionschef auch. Aber so richtig emotional wird er, wenn es gegen die anderen Oppositionsparteien geht. Herr Hofreiter, ich empfinde Ihre Parteitaktik als empörend. Ich will hier appellieren, dass wir uns gegen die wahren Gegner unserer freiheitlichen Ordnung zusammenschließen. Und Sie kommen mit Ihrer Traumabearbeitung von Jamaika, weil Sie nicht Minister geworden sind. Eine Generaldebatte also, die nicht nur mit der Politik der Bundesregierung abrechnet.